Deswegen wird überliefert ein Hadith von Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu. Da sagte der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, inna ruh al-Qudusi nafatha fi ruhi. Und der Ruh al-Qudus, das ist Jibril, man nennt Jibril Ruh al-Qudus, hat in mein Herz eingehaucht oder hat mir zugeflüstert. Das zeigt auch eine Form des Wahi. Also die Ulama erwähnen, dass es verschiedene Arten des Wahi gibt, der Offenbarung. Unter anderem Taklim, das heißt das direkte Ansprechen, die unmittelbare Ansprache, dass Allah Ta'ala seinen Propheten direkt anspricht, sodass er Allahs Worte vernimmt und sie hört, ohne einen Vermittler wie Jibril. Und das ist beispielsweise mit Musa a.s. geschehen, ja. Kallamahu Rabbuh, und sein Herr sprach zu ihm. Und das ist mit Muhammad sallallahu alaihi wasallam zum Beispiel im Isra geschehen, dass Allah Ta'ala direkt zu ihm gesprochen hat. Das ist eine Form des Wahi. Die zweite Form ist das Aussenden von Boten wie Jibril, und dass er in seiner eigentlichen Gestalt erscheint, also in seiner Engelgestalt oder in einer menschlichen Gestalt erscheint. Und dann haben wir die Träume. Die Träume der Propheten sind Wahi. Und dann haben wir hier so etwas, an-Nafsu fi ar-Ruh, das nennt man auch Al-Ilham, dass ihm so etwas in sein Herz, ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll, seinem Herz etwas zugeflüstert wird.